So, weiter geht's heute mit Harlows letztem Gefecht. Wir sollen zum Karpanzerenhaus. Das ist, glaube ich, unten das Ding. Oder auch nicht. Eigentlich hatte ich erwartet, dass es unten dieses Schiffsdings ist. Nein, ist es nicht. Wir müssen also ganz runter. Wie gesagt, eigentlich ist der Vorteil, wie gesagt, dass wir alle eigentlich ist es voll gut, dass wir das alles soweit schon gemacht haben. Dass wir alle Sachen freigeschaltet haben und. Und wir machen uns jetzt auf. Harlows letztes Gefecht und danach wird es wahrscheinlich das Finale geben. Also nicht mehr so lange. Dann geht's mit dem neuen Projekt durch. Bereit, Harlow zu erledigen? Jawohl. Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Und das mit Nachdruck. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rabe. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. So. Bereit. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Super. Entschuldigung. Ich bin ja, musste kurz mal checken, was wir da haben. Endet heute. Jawohl. Sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten? Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Okay, perfekt. Sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Kann ich fliegen? Nö. Ich wollte nur gerade... Warum willst du denn da runter? Begib dich mit Nati zum Kap, hä? Ich springe woanders lang. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ja, ja, soll er mal machen. Ich spüre, er ist in der Nähe. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Ja, dann müssen wir mal loslegen, ne? 28 sind sie. Oh, Entschuldigung. Eine Ferie? Machen wir mal kurz zu Ende. So. Du
Warte mal. Aua. Ja. Ich vermute, warte mal. Warte mal. Ich werde mal Gladius einsetzen. Ja. Adios, bye bye, gute Frau. Wir haben's. Das sei Ohnein. Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bekannt, Probleme zu lösen. Na komm her. Kann ich den mit dem Todesflug töten? Problem gelöst! Einfach mal kurz mit dem Todesflug hin. Ja! Das ging schnell, ne? Digga. Oder bist du noch nicht fertig? Scheiße. Nazi! Nein! Sie ist ein Animus. Animagus. Und die hat sich vor allem dazwischen geworfen gerade mal. Gut, ich habe die etwas schnellere Schiene gefahren. Ich habe den einfach mal kurz mit Todesflug erledigt. Wow. Auf der gestatteten instinktives Handeln. Wir haben noch mehr Aufträge. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut. Und bei diesem Besuch gleich noch besser. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Nazai. Nein, Mutter. So. Ich bin ja im Krankenflügel, oder? Ah, jetzt. Es tut so gut, dich zu sehen. Gut, mich zu sehen, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Dank dir. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid, Nati. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein. Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Du hast schnell entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst...
trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zu Fall zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke, aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Auftrag abgeschlossen, Initiatives Handeln. Wir sind noch nicht ganz Level 29. Schade eigentlich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch mal ein bisschen was machen. Bis wir noch ein bisschen EP haben. Oh, wir haben da. Ach so. Oh. Das war ein Nachthof. Alles klar, ich habe jetzt nur eine. Ich wollte es eigentlich nur mal kurz. Oh, wir könnten mal hier reingucken. So. Ein Krankenflügel, okay. So, da ist was, da ist was. Der Schulumfang bringt mir aber herzlich wenig, außer vielleicht ein bisschen Geld. Okay. Hör mal kurz. Ist noch irgendwas? Nehmen wir das hier mit. Wenn ich auch nicht genau auf der Jagd bin. Auf der Jagd nach den Dingern bin. Wenn ich nicht auch genau auf der Jagd nach den Dingern bin. Jut. Haben wir außer das große Finale noch irgendwas? Ja. Sebastian. Gut, das werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Bis dann. Tschüss.